Deswegen heute ist ein Tag, wann darf ich endlich? Hallo meine Lieben, ja, heute nehme ich euch wieder ein bisschen mit, denn mir ist gerade aufgefallen, ich bin nämlich gerade am Aufräumen, also ich habe hier echt schon alles durch die Gegend gestellt und Staubsauger da und all so ein Kram und ja, weil ich muss aufräumen, denn morgen habe ich meine Geburtstagsparty bei mir zu Hause und ja, da muss natürlich alles aufgeräumt sein und ich habe mir gedacht, ich nutze dieses Video jetzt dafür, mal darüber zu reden, wie ich es finde, wie ich jetzt damit umgehen soll, dass morgen ganz, ganz viele Leute aus meiner neuen Klasse hier drin sind, in meinem Zimmer. Ich werde das alles hier drinnen lassen. Die Kleinen auch ins Bett legen, nicht verstecken oder sonst den Kram. Nur der Kinderwagen kommt raus und wir morgen hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich bin auch überlegen, ob ich den Wickeltisch wahrscheinlich rausstelle, weil sonst ist es hier einfach viel zu eng. Wenn der Wickeltisch hier noch steht, dann haben wir überhaupt keinen Platz hier. Ja, aber ich werde die Kleinen nicht verstecken und ich dachte mir, ich rede heute mit euch ein bisschen darüber und gleichzeitig haben wir so einen kleinen Vlog, ja, denn ich muss hier auf jeden Fall aufräumen, hier überall aufräumen und ich habe auch schon gesaugt und dann muss ich ja noch den Spiegel putzen und die Fensterbank putzen und das Regal putzen, ja, das mache ich jetzt alles und dann werden wir auf jeden Fall die Kleinen gleich umziehen, weil ich habe so Lust, die umzuziehen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe so Lust, die umzuziehen. Also manchmal gibt es wirklich Tage, wo ich mir denke, nicht schon wieder. Und heute ist so ein Tag so, ja, wann darf ich endlich? Wann darf ich endlich? Deswegen heute ist ein Tag, wann darf ich endlich? Werden wir die Kleinen gleich umziehen. Der Jaden liegt noch da. Das ist mein Ladekabel. Übrigens nicht erschrecken, dass da irgendwie was liegt oder so. Ja, und da liegt der Jaden nämlich noch ganz verschlafen und verträumt. Hallo, Großer. Gleich mal umziehen. Ich liebe sein Outfit, ja, extrem. Also es ist wirklich einer meiner Lieblingsoutfits bei ihm. Aber wir ziehen ihn gleich um, einfach weil ich Lust habe, ihn umzuziehen. Und die Mel liegt noch vom Video gestern hier im Bett, hier im Kinderwagen drin. Die zeige ich euch auch mal kurz. So. Da ist die kleine Mausi. Die werden wir natürlich auch gleich auspacken erstmal und umziehen. Und dann kommen beide hier ins Bettchen. Das will ich nämlich auch nochmal mit euch aufräumen. Ja, weil hier liegt jetzt noch so ein riesen Nestchen. Das muss auf jeden Fall weg. Und ja, unter dem Nestchen hier, also hier der ganze Boden ist alles voller Katzenhaare. Das muss alles sauber gemacht werden. Ja, ich werde versuchen auf jeden Fall, das ist mir so wichtig jetzt, dass ich in den Vlogs, die ich mache, weniger von mir zeige, sondern mehr, wie ich mit den Kleinen umgehe. Weil das ist euch ja so extrem wichtig und ich möchte es auch unbedingt. Aber wenn ich zum Beispiel aufräume oder vlogge, ist es total schwer, irgendwas zu machen, weil ich vlogge nur, wenn ich wirklich was zu tun habe. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wie gesagt, also ihr braucht jetzt nicht irgendwie enttäuscht sein, dass heute wieder nur so ein Putz-Vlog, keine Ahnung, Laber-Video kommt, sondern wirklich, ich werde wirklich versuchen, die Kleinen total intensiv mit einzubringen. Auch wenn der Vlog wahrscheinlich nicht lang wird, einfach weil ich extrem viel zu tun habe heute. Ich wollte es eigentlich alles schon gestern fertig haben, aber ich habe es gestern einfach nicht geschafft. Gestern waren wir einkaufen, da wollte ich eigentlich auch die Kleinen mitnehmen. Ich liebe es, mit den Kleinen einkaufen zu gehen. In Maxi-Cosi, ich finde das so toll. Und dann wollte ich halt auf jeden Fall das Mobilier runterhängen. Aber ich habe noch kein Band gefunden. Also das da muss ja ein bisschen tiefer, damit das ungefähr so auf diese Höhe geht, damit die spielen können. Damit wir also wenigstens es sehen. Ich glaube nicht, dass die es von da unten sehen. Deswegen. Und damit es auch ein bisschen schön aussieht. Ich meine, wenn es da oben hängt, das sieht so... Diese Ecke ist so wunderschön, hier ist so gar nichts und dann kommt ein Kinderbett. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Und dann ist euch aber schon aufgefallen, ich habe wieder lange Haare. Hoho. Ja, so sah ich früher aus. Habe ich meine Zeit gerade schon gehabt, wo ich mit YouTube angefangen habe? Wisst ihr das? Ja, ne? Ja, habe ich. Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt habe ich keine Zeit gehabt mehr. Wo ist er nur hin? Da unten. und ja, heute geht es auf jeden Fall darum. Wir werden jetzt erstmal nach unserem Video schauen, denn ich bin gerade am Video schneiden. Wir legen los, dass ich hier zu Ende sauge. Und dann fangen wir an mit dem Babybett. Und ja, viel Spaß!
fertig. Ich werde jetzt Mel gleich umziehen und Jaden. Aber erstmal wird die Mel jetzt in ihr Bettchen kommen. Zum Jaden. So. Weil wir müssen ja noch ein Outfit raussuchen. Und da muss ich den Kinderwagen rausstellen und dann muss ich den Rest noch machen. Also so ein bisschen wischen und so. Und das Mobile noch runterhängen und dann bin ich in meinem Zimmer soweit fertig. Kinderwagen muss gleich noch raus. Staubsauger muss raus. Und da liegt noch ganz viele Sachen, die raus müssen. Da muss ich meinen Schulranzen gleich noch ordentlich machen. Und hier sind noch ganz viel Wäsche. Ich weiß, ich bin total unordentlich, aber ich Ferien. Ich darf das vielleicht. Ich habe die Jacke noch schnell geholt. Die sieht so aus. Also echt richtig süß das Outfit, aber wir schauen mal. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall dieser Body. Ich glaube, den hier brauchen wir gar nicht anprobieren, obwohl der echt wunderschön ist. Aber der passt einfach nicht dazu. Das hat eher so ein braunes Outfit. So, das heißt, Jaden wird auf jeden Fall das hier anbekommen. Richtig süß. Ich kann ihn mir da gar nicht so vorstellen, weil es eigentlich bis jetzt nur Leggings anhatte. Aber schauen wir mal, ne, Bibi? Schauen wir mal. Wo ist ein Outfit, der immer noch so liebe, was er jetzt anhat? Ist einfach so süß. So weich, so kuschelig. Muss mir echt mal neue Stoffwindeln kaufen, auch die Mel braucht eine. Also ich bin dafür, dass jedes Baby eine Stoffwindel bekommt. Obwohl ich dann alle meine Windeln verkaufen kann oder so. Aber. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie lieber, Stoffwindeln. Das sieht schön aus und die haben einfach so ein Windelpopo dann. Das finde ich auch richtig süß. So, fertig. Hallo Baby, du bist ja nackig. So, Windel einmal sicken machen. Hier. So. Ich finde das so süß. Er ist so ultra süß in diesem Body, ne? Das ist echt unnormal. Ich will vielleicht mal ein Foto machen für Instagram. Hier ist der Snuggy Bear. Snuggy Bear, Snuggy Bear. Sagen wir in diese Richtung für Instagram gleich. Oh, guck mal, wie süß. Oh mein Gott. So ultra süß, oder? Oh mein Gott. Hose. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh Gott. So. Oh, wie süß. Eine viel zu große Hose für einen viel zu kleinen Jaden. Ne, Jaden? Oh, so diese süßen Taschen sind sie drin. Schnucklig, schnucklig. So ein richtiger Windelpopo. Richtiger Windelpopo für den Schäden. So. Jacke an. Dann müssen wir die Haare kämmen und dann sind wir fertig. Dann ist der Schäden fertig.
der Bär. Das ist die große Preisfrage, was zieht die Mel an? Erstmal mit so runter. Und ausziehen. So, und währenddessen kann ich euch vielleicht mal erzählen. Oh Gott, hat Katzenhaare. Wie wir so dazu stehen, dass ich die Kleinen morgen zeigen werde. Also ich habe da überhaupt keine Angst vor. Vielleicht ein bisschen auf die Reaktion, ja, aber eigentlich so nichts Schlimmes. Und ich erwarte auch nichts Schlimmes, weil sie halt, wie gesagt, eigentlich wissen es alle. Aber man weiß ja nicht, wie die so dann komplett darauf reagieren. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Also ich werde halt, wie gesagt, alles stehen lassen. Und dann, ja, ist mir eigentlich egal, was die anderen sagen. Ich finde auch, dass es halt einfach nicht ein Hobby ist, was man jetzt irgendwie bestrafen sollte. Weil es halt Punkte gibt, wie zum Beispiel, es ist besser, als wenn ich jetzt ein normales Kind bekomme. Und das daran denke ich halt immer und das sage ich dann halt auch allen. Und denken eigentlich auch alle damit voll locker um. Und ja, also absolut nichts, was irgendwie verwerflich ist oder so. Meine Katze ist hinterm Fenster, also nicht wundern, wenn es mal irgendwie miaut. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich habe hier noch ein paar Mützen rausgeholt. Einmal diese hier und diese hier. Die haben wir von einer besten Freundin geschenkt bekommen. Und die hier gehört zu dem Wolkenoutfit. Ich würde sagen, fangen damit auch mal an. Ehrlich gesagt, probieren wir ihr mal diese Hose hier an. Also die Engel. Mal gucken, wie das bei ihr aussieht. Ich kann mir das, wie gesagt, überhaupt nicht vorstellen, weil ich das überhaupt nicht an Babys mag, wenn die so enge Sachen anhaben. Und bei ihr ist es wirklich extrem. Jetzt sehe ich schon. Aber wir probieren es mal aus. Vielleicht ist sie trotzdem total süß daran. Boah, da kriegt ihr den Windelpuppe gar nicht rüber, du. Viel zu dicken Puppi. So. Also so schlimm ist es nicht, sie sieht halt extrem dünn darin aus. Jetzt hat sie so Spargelbeine. Was machen wir denn da? Also am besten ist sowieso diese Hose, ich liebe sie. Ich würde sagen, wir probieren mal das Outfit hier an. Das sieht zwar nicht aus wie ein Mädchen. Aber das ist auch egal. Dann müssen wir hier nur noch Socken suchen, weil die Rosen können wir dann nicht anziehen. Das passt ja irgendwie nicht. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich habe da echt überhaupt keine Angst, was morgen sagen. Ich werde es einfach so über mich ergehen lassen. Ich habe vielleicht ein bisschen Respekt vor dem Kumpel von Felix, weil der, ich glaube, der weiß es noch überhaupt nicht. Ich werde gleich mal fragen, ob er das weiß. Nicht, dass er morgen einen Schock bekommt und denkt, ich habe ein Kind oder so. Oh mein Gott, das ist so süß. Es ist so süß. Ich liebe dieses Outfit, ey. So schnuckelig. Und die Hose ist auch ein bisschen größer, ist auch sehr gut, denn sie ist nicht so extrem eng. Schon nur so ein bisschen eng. So, hoppa, hoppa, hoppa. Meine Katze, sie möchte gerne rein. So, alles zurechtdrücken. Ich finde, die sehen immer so hilflos aus mit diesen engen Hosen, die Babys. So. Alles richten. Hier sitzt das schief hier. Hinten aber nicht, nur vorne. Gut, so, passt doch. Mütze auf. Mau! Oh, sieht aus wie so ein hilfloses Baby, oder? Oh, ist das süß. Wir lassen jetzt auch an. Also das finde ich echt richtig süß. Ein bisschen lockern hier, das vielleicht ein bisschen umkrempeln. Ich mag immer die Bodies so gern, dann sollte man die Bodies auch sehen, ne? So, Fetties. So, mein Lieben, ich habe jetzt schon hier ein bisschen was aufgeräumt. Ich habe hier dieses Sternchen weggemacht und ich habe das große Nestchen schon mal weggemacht.
Und es geht jetzt weiter. Ich glaube, die Decke muss ich auch mal wieder wechseln, weil da haben die Katzen auch drauf geschlafen. Schauen wir mal, ob es besser ist. So, dann wollte ich auf jeden Fall die gesamte Struktur hier ein bisschen verändern, weil ich finde, das ist so ein bisschen trostlos, wie die hier liegen in der Ecke. Und ja, das Laken muss ich auf jeden Fall auch noch rausnehmen kurz. Den Kinder sozusagen alles rausnehmen hier. Wir haben noch eine Spieluhr hier, ein selbstgenähtes Herzchen als Kopfkissen für Mel. Mels Rassel, die sie mitgebracht hat. Das liegt hier alles drin, ne? Also Spielzeug haben die echt genug. Ich will die kleinen Mäuse mal irgendwie kurz weglegen. Aber ich will sie jetzt nicht auf die Seite, weil das alles voller Katzenhaare. Sieht auch nicht so schön. Jadens Decke. So, und dann haben wir noch das große Stillkissen hier drin. So. Und jetzt ist das Bettchen nackig. Da sind die Babys. Können wir hier einmal kurz dieses Tuch hier rausnehmen. Die Kleinen hier liegen lassen. So. Drehen wir es einmal um. Und dann können die Babys hier wieder schlafen. Melli Maus, du bist im Weg. Ich möchte irgendwie so ein ganzes Nest, wo es einmal ganz ums Bett rumgeht. Das gibt es bei Ikea, glaube ich. Das würde ich unbedingt haben, weil da sieht es besser aus. Ein bisschen gepflegter und so schön ordentlich. Und es ist auch noch kuschelig dann. Hier sieht das Ganze so trostlos aus. Hier ist es nicht so schade. Ich würde gerne so viel machen, aber irgendwie fällt absolut nichts ein, wie ich das irgendwie verschönern kann hier. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Wir müssen auch überlegen, wie es denn ist, wenn der andere groß wird, das Lennox. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Also ich möchte die auch nicht so liegen lassen. Ich finde das irgendwie doof. Ich möchte die schon so haben, wie die im echten Babybett auch schlafen würden. Aber zu dritt passen die so halt einfach nicht hin. Und ein Außenseiter hier hinten so möchte ich auch nicht haben. So, nehmen wir Melz erstmal und machen das hier vorne hin. Am Kopfbereich sieht es also schon ein bisschen liebevoller aus hier. Ich bin auch mal gespannt, ob meine Gäste morgen die Kleinen auf den Arm nehmen wollen. Ich bin echt richtig gespannt, wie die darauf reagieren. Also eine aus meiner Klasse, die habe ich auch zu meinem Geburtstag eingeladen, die kann aber leider nicht. Die ist sehr interessiert an dem Hobby und fragt mich immer alles. Das finde ich total toll. Weil ich einfach, das ist wirklich so ein Thema, worüber ich richtig gut reden kann. Wenn ich wirklich so ein Referat in der Schule darüber machen würde, ich glaube, ich würde eins bekommen, allein weil ich frei reden kann. Also das ist echt toll. Ja, weil über das Thema weiß ich halt viel. Ich glaube, da draußen wissen viele viel über das Thema. Aber ja, also ich finde es total toll und ich bin echt gespannt, wie die da morgen irgendwie reagieren. Also ich glaube, keiner von denen hat, nicht mal meine beste Freundin hat die schon mal auf dem Arm gehabt oder komplett gesehen. Ich glaube, an meinem letzten Geburtstag habe ich alles rausgeräumt. Ja, da war mein Zimmer komplett leer. Und da wusste es auch noch, glaube ich, gar keiner. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen wohler. Aber ich will halt auch irgendwie mein Stillkissen hier noch einbringen. Das finde ich auch ein bisschen doof, wenn das nicht da ist. Und ich finde es doof, dass Mel genauso groß ist wie das Spucktuch. Also ist ja auch bescheuert. Ja, also das Stillkissen ist mir schon wichtig, dass es noch hier drin ist. Aber wenn ich es halt hier oben als Umrandung mache, dann ist es wieder so eng hier. Dann passt wieder nur ein Baby dahin. Und deswegen sind die Kleinen immer so gequetscht und müssen immer so viel kuscheln. Die Armen. Ne? Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll.
Vielleicht habe ich irgendwie eine Decke, die ich zusammenrolle und dann eine Schlange draus mache. Ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich habe noch eine. Sollen wir das mal ausprobieren? Wir probieren das mal aus. So, mein Lieb, ich habe jetzt einfach eine ganz normale grüne Wolldecke so zusammengerollt zu so einer Schlange. Mal schauen, ob das jetzt irgendwie besser aussieht. Wir werden die Kleine mal kurz wieder weglegen. Aber ich glaube, da habe ich eine richtig coole Idee. Da muss ich ja noch was Kurzes holen für, damit es noch besser aussieht. Wartet kurz. So, mein Lieben, ich habe ja noch die Bändchen von Mel aufbewahrt, wo sie eingepackt war. Und ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir die hier so rumbinden, damit die nicht wieder aufgeht. Ich glaube, es sieht richtig schön aus. So an den beiden Enden oder so. Das machen wir jetzt mal kurz. Wie der Bonbon aussieht. Ich finde das total cool, geil. So. Also echt kein Kunstwerk, aber immerhin, und so sieht die ganze Decke jetzt aus. Also ja, wir machen die jetzt mal hier so in die Ecke. Verstecken so ein bisschen hier die Kanten. Oh, ich finde das richtig schön. Wir hätten hier vielleicht eine blaue machen sollen, wo Lennon, wo Jaden schläft. Das wäre, glaube ich, auch sehr gut gewesen. Oh, ich finde das richtig schick. Oh ja, so gefällt mir das. Oder Marlene, was sagt ihr dazu? Es sieht richtig schön aus, finde ich. Auch mit diesem Gerollten hier, finde ich das richtig schön. Halt auch mal was anderes, ne? Das finde ich halt auch sehr wichtig. Schaut mal, das ist doch gar nicht mehr so schlecht, oder? Finde ich schon echt richtig schick. So, jetzt müssen wir noch die ganzen Sachen wieder reinbauen. Das Kissen hier habe ich ja, wie gesagt, selber genäht. Ist auch kein Kunstwerk geworden, aber ich glaube, es kommt hier so ans Ende, weil es sieht schön aus mit dem Rosanen. Das ist wie so ein Mädchenbett hier, ne? Das ist ja gruselig. So, den Schnulli. Dann hier diese Spieluhr. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie hier so ranhängen sollte oder so. Vielleicht wäre das ganz gut. Ja, das würde, glaube ich, ganz gut passen. Hier so in die Ecke. Machen wir da mal ran. Und dann noch die Rassel von der Mel. Die muss natürlich zum Mel. So. Fertig. So, mein Lieber, es ist abgehangen. Ich liebe es, es ist wunderschön. Ich muss es mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich soll mal vorsichtig hinlegen. So. Müssen wir hier oben das abschneiden. Da kommt dann ein neues ran. Und die ganzen, hier sind überall noch so kleine Fädchen dran, die muss ich auch alle abmachen. Damit es einigermaßen ordentlich aussieht. So. Und dann kommt gleich ein neues Band dran. Ich habe jetzt hier ein neues oranges Band. Das versuchen wir jetzt mal hier anzumachen. Und fertig.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe den Storch noch hier so in die Mitte gehängt. Also auch da oben ran. Da so. Und dann geht hier so ein orangenes Band runter. Ja, und sonst hängen die auch wieder alle so wie eine 5. Also wie so ein Würfel von oben. Wie so eine 5. Das war ja so geplant von Anfang an. Aber die waren alle so ein bisschen durcheinander. Ja, aber jetzt ist das Ganze wieder schön. Und ich finde den Abstand sehr, sehr gut. Zwischen den Babys und dem jetzt. Also echt richtig schick. Ja, nur stört mich halt, dass das jetzt total am Regal hier hängt und man eigentlich gar nicht mehr ans Regal kommt. Aber ich werde den Nagel da oben ein bisschen hier oben nach hier versetzen, damit das so gerade runterhängt. Und jetzt geht das so schief nach oben. Ja. Oder mein Vater dreht mir da oben so einen Haken rein. Das, ich glaube, ich frage ihn gleich mal. Aber erstmal so ist es okay. Außer dass dieser Ast mich hier total stört, der hier so wild dagegen rumhängt.